Wenn ich die ganzen Schätze heben würde, dann wäre ich schon extrem reich. Naja gut. Öffnen und trimmen. Das hat leider nicht funktioniert. Aber egal, wir gehen jetzt zu unserer Hauptmission. Ist mir egal. Bringt jeden Fetzen Stoff in den Wind. Feuer! Jetzt kann auch hier. Treff die Traum- und Tramsegel! Feuerfässer. Segel aus dem Wind, verlangsamt sie! Alle Segel! Sehr schön, auf geht's! Segeln wir nach Afrika oder Südafrika oder irgendwie in diese Richtung. Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt Afrika oder Südafrika? Auf jeden Fall sind wir fast da. Eine Fregatte mit Rum und Zucker. Pff, Peanuts. Braucht kein Mensch. Was? Was geht da ab? Mhm. Das Schiff könnte ich eigentlich versenken und kurz einsammeln. Ja! Wo ist der Sound? Ja, wir wollen jetzt noch denen ihre Beute holen. Oder auch nicht. Na gut. Die hat keine Beute dagelassen. Ärgerlich. Hätten wir sie doch nicht. Metall! Alter, die See wird ganz schön rau und stürmisch. Immer die gleichen Lieder, mein Gott. Ey. Habt da nicht mal was Neues drauf? Aber ich finde auch gar keine Gesangsblätter mehr hier, echt. Okay, okay. Ich glaube, wir segeln schon in die richtige Richtung. Los geht's. Volle Kraft voraus. Alles klar. Was ist denn da passiert? Captain! Der hier bewegt sich noch! Wer war das? Das war ein riesiges Schiff. Die Royal Fortune. Roberts. Ohne jede Gnade. Sagten kein Wort. Dann holen wir uns jetzt Roberts. Hier hat er sich also die ganze Zeit versteckt auf dieser netten kleinen Insel. Da hinten ankert sogar sein Schiff. Dort finde ich ihn sicherlich. Ich hoffe nur, das ist jetzt nicht die letzte Mission. Ich wollte eigentlich noch die Templer-Mission machen. Also die wollte ich unbedingt auch noch ins LP mit einfließen lassen. Das wäre jetzt natürlich doof. Naja, sollte es so sein, dann muss ich das irgendwie reinschneiden oder so. Ich hoffe mal nicht. Okay. Dann holen wir uns Roberts. Es scheint ein Piratennest zu sein. Roberts Piratennest. Aber egal. Verdammt viele Wachen. Patrouillen. Roberts erwartet mich schon. Und hat wahrscheinlich sehr, sehr große Angst. Überall Pulverfässer. Ich könnte die voll in die Luft jagen. Ich kann sie auch verschwinden lassen. Da oben kommt eine riesige Patrouille runter. Oh Mann. Vielleicht kann ich ein bisschen Ruhe stiften. Oh, da waren Funken. Und jetzt bin ich weg. Und gleich macht's. Bumm! Und alle sind tot. Zumindest 6 Stück. Das war doch schon mal was.
Oh, oh. Und nichts wie weg hier. Erst den einen verschwinden lassen. Durchsuchen. Und den anderen verschwinden lassen. Und durchsuchen. Schau sie dir an, wie sie hier alle rumsuchen. Und denken, sie finden mich. Lächerlich. Witzfiguren. Was ist da wohl passiert? Wahrscheinlich eine Fehlzündung. Ja, das wird's wohl gewesen sein. Nein, das war sicherlich Kenway. Sucht ihn! Irgendwo in einem Gebüsch versteckt er sich. Nein. Auf dem Hausdach. Eher. Okay, sie lösen sich wieder auf. Das ist doch schon mal was. Habe ich keine Schlafpfeile? Einen. Okay. Ich muss irgendwie da hochkommen. Und das leise. Wenn ich jetzt auf diesem Draht hier rumspaziere, sieht er mich da unten sicherlich. Aber jetzt nicht mehr. Und schon bin ich wieder weg. Ja, ja, lauft ihr ruhig. Lauft und sucht mich. Mir egal. Oh, oh. Verdammt! Na! Komm, zwei Stück. Na toll. Der eine ist richtig neugierig. Der kommt ganz runter. Hallo! Oh oh. Oh oh. Ey! Du warst schon auf der richtigen Fährte, Kumpel. Und tschüss. Okay, noch bin ich unentdeckt. Noch. Aber das ist gar nicht so einfach. Ich muss irgendwie das Gebüsch da oben erreichen. Aber mit dem im Nacken da oben, hab ich das schon mal vergessen. Vielleicht kann ich den einen oder anderen immer weiter runterlocken. Und so einen nach dem anderen erledigen. Mein Gott, der Leichenhaufen stapelt sich hier drinnen in diesem Gebüsch. Bald ist gar kein Platz mehr. Kommen die? Sack. Alle beide. Zack. Einer schläft. Und der andere. Komm her. Und tschüss. Und du auch. Hui. Weg bin ich. Hi. Schön, dass du mich besuchen kommst. Stirb, du Penner. Wo kommst du denn her? Jetzt habe ich genug rumgealbert. Nichts wie hoch hier. Ah, okay. Überraschung! Erledigt. Okay. Gehen wir hier entlang. Stecken aber besser das Schwert weg. Keine Wachen zu sehen. Also, auf geht's. Gebüsch. Schau. Jawoll! Ich bin drin. Was? Roberts weiß, dass ich hier bin. Oh oh. Ja, ja. Wo ist euer Captain, verdammt nochmal? Hallo.
Und weg bin ich. Da hinten steht er. Zack. Und Attacke! Roberts! Bleib stehen! Verdammter Hund! Na! Ah, du willst es wohl wissen! Na gut, dann willst du es wissen! Zack, zack! Ja! Schluss mit lustig, Captain! Mist, ich muss ein Schiff kriegen! Scheiße! Ah, die Jackdaw! Bin schon da, bin schon da! Los geht's! Verdammt! Ah, scheiße! Oh. Ich bin schon da, ich bin schon da! Aus dem Weg! Wir müssen ihm hinterher! Der entkommt uns nicht! So sieht's aus! Bewegung! Lasst ihn nicht entkommen! Verdammt! Na los! Der darf uns nicht entkommen. Er beschießt uns mit dem Burger. Wir weichen aus. Alle setzen und schaffen zum Wind ausrichten. Boah! Verdammt! Ein Sturm aus dem Tiefen der Hölle! Na toll, das hat uns gerade noch gefehlt. Vorwärts, vorwärts! Mars und Tom, Segelberg! Oh. Macht euch bereit! Jetzt! Roberts! Fress Kugeln! Feuer! Bleib stehen, Roberts! Ah, shit! Feuer! Los, los! Sie darf uns nicht entkommen! Na, Mist, nicht drauf schießen! Na, komm schon! So, ein riesiges Schiff und haut vor mir ab! Feuer! Ah, verdammt, diese Mistminen! Wir fahren die ganze Zeit rein! Los, los, los! Mörser, Mörser, genau, Mörser! Wo ist mein Mörser? Wo ist mein Mörser? Na komm! Ja, ja, ja! Wir sind auf dem offenen Meer, jetzt wird's... Jetzt fängt auch noch an, hier so ein anderes Schiff sich einzumischen, ah, okay. Hau nicht ab, Roberts! Bereit zu feuern! Am Horizont tauchen Saarlinge auf! Oh, auch noch! Das sind spanische Schiffe! Das wird ein Schlachtfest, wenn wir uns nicht beeilen! Ja, Verdammt daneben! Alter! Sind bereit, Sir! Was für ein Kampf! Feuer! Da ist die Schlacht! Egal, wir müssen sie zerstören! Feuer! Oh, nochmal! Feuer! Roberts darf nicht entkommen! Ja, das war's mit Roberts Schiff! Er hat etwas bei sich, das ich brauche. Ich werde selbst an Bord gehen. Genau! An die Kanonen! Noch mehr Futter für euch im Anmaß! So ein riesiges Schiff, Roberts. Und die kleine Jackdaw hat sie besiegt. Ha! Und jetzt seid ihr tot, ihr Hunde, allesamt. Na los! Ja! Jetzt wird's lustig! Wo ist Roberts? Okay. Ja! Roberts! Ich komme, du Hund! Ich meinte dir ungemein, wie viel Aufmerksamkeit du mir schenkst. Möge der Bessere von uns den Zweitbesten besingen! Du sagst es, komm her! Oh Mann! Deine Leute sind kein Problem für mich. Na komm! Mist! Seh nichts!
Ja, jetzt komme ich, Roberts! Da, da! Das war's. Ein frohes und kurzes Leben, wie versprochen. Wie gut ich mich doch kenne. Was ist mit dir, Edward? Fandest du den Frieden, den du wolltest? So hoch sind meine Ziele nicht. Frieden ist nur eine kurze Verwirrung zwischen zwei Kriegen. Dann bist du ein Stoiker. Vielleicht habe ich mich in dir geirrt. Sie hätte bestimmt noch Verwendung für dich gefunden. Sie? Von wem sprichst du? Oh, sie, die stets wartet. Verschüttet. Ich hatte gehofft, sie zu finden, sie wiederzusehen. Die Tür des Tempels zu öffnen, zu hören, wie sie meinen Namen spricht. Aida. Was? Du spinnst, Mann. Ich wurde zu früh geboren. Wie so viele andere vor mir. Wo ist der Apparat, Roberts? Zerstöre diesen Körper, Edward. Die Templer, wenn sie mich kriegen. Das war's. Na! Das war's! Okay, wir haben Roberts mit einem Wurfpfeil getötet. Nee, haben wir nicht. Oh, mit Pulverfässer hätten wir auch noch welche umbringen müssen. Gar nicht einfach. Naja, gut. Dann bin ich mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Wir haben endlich den Schädel. Juhu! Aber was war das für ein Gefasel von Roberts? Von sie und... Hä? Und... Schauen wir mal weiter.